Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Es ist wieder Montag, es steht wieder viel an. Wir haben hier Mails bekommen und zwar das, ja, Joao Paiva, Paiva, sage ich jetzt in Zukunft, das nicht wie Pfeiffer sich anhört, sage ich jetzt Paiva, der ist wieder fit, nachdem er uns hier als krank gemeldet wurde. Also sprich, interessiert uns nicht. Dann haben wir hier Statusbericht Verletzung. Ja, da ist er auch noch mit drin. Aber Mustafi interessiert uns viel mehr. Der fällt nämlich noch 12 Wochen aus. Mannschaft der Woche, da hatten wir den Frank Fälscher drin. Ach Gott, das ist halt so mit den Namen. Man weiß nie genau, wie soll man sie aussprechen. Wenn man die Leute nicht kennt, ist das immer ein bisschen problematisch. Bei ihm gucken wir einmal rein, was er überhaupt für Trainingsziele hat. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen dran arbeiten eigentlich. Ich sag mal, wichtige Sachen sind, oh ja, Beweglichkeit, Ausdauer. Das sind so die schlechten Werte. Was er vielleicht auch noch machen sollte, ist ein bisschen Schnelligkeit und auf jeden Fall Flanken. So, das mal auf 80, das jeweils auf 75. Und dann hat er mal ein bisschen Trainingsziele hier vor der Brust, damit das mal ein bisschen besser wird. Weil das ist ja jetzt wirklich, also ganz im Ernst, das ist grausam. Ja, der kann zwar Flanken schlagen, aber der kommt gar nicht zum Flanken schlagen, weil er gar nicht so weit vorkommt. Ja, ist ein temperamentvoller Typ, frohe Natur und extrovertiert. Ist ja schon mal nicht schlecht. Gut, reden wir mal mit dem. Sagen wir dem mal, im nächsten Spiel brauchen wir ihn in Topform. Da wird er ja wieder mitspielen. Sozusagen schon die Ankündigung fürs nächste Spiel. So, dann gucken wir uns den mal an. Wie sieht's denn hier aus? Was trainiert der? Der trainiert Grätsche, das hört sich gut an. Hat der Trainingsziele? Jawohl, der hat Trainingsziele. Dann gehen wir mal ins Gespräch rein. Und sagen ihm, du hast gut trainiert. Hört sich auch gut an. Und er macht auch 5 Moralpunkte. Ist jetzt glücklich. Das ist gut, weil das bringt immer stärker. So, Scouting abgeschlossen. Das hat sich hier auf 9 erhöht. Dem sein Vertrag läuft aus. Das Gehalt wäre finanzierbar. Er ist ein Rechtsverteidiger. Das Dumme ist, was wir brauchen, ist eigentlich ein Linksverteidiger. Und links taucht da nicht wirklich was. Wir haben den Lang als Rechtsverteidiger, der ist eigentlich gut. Und wir haben den Bauer als Rechtsverteidiger, der ist jung und den könnten wir aufbauen. Nichtsdestotrotz, puh, ja. Er bleibt meistens ruhig, stark in der Manndeckung, erobert viele Bälle durch seine Zweikampfstärke. Er ist topfit. Schwächen, Manndeckung, Flanken, Ausdauer, Stärken, Schnelligkeit, Antritt, Zweikampf. Ja, was machen wir mit dem? Gute Perspektiven hätte er bei uns. Oder generell hätte er gute Perspektiven. Also ich würde sagen, wir scouten den mal fertig auf 10. Wenn er dann auf 10 gescoutet ist, hier oben auf 10, dann wissen wir alles ganz genau. Momentan ist alles auf 5er Werte auf- und abgerundet, damit das irgendwie so hinhaut. Deshalb haben wir hier dann auch noch keine genauen Berichte. Vielleicht ist es ja Linksverteidiger nur die Eingespieltheit. Das könnten wir, glaube ich, schon ein bisschen sehen. Eingespieltheit 90, ne? Das heißt also, wenn wir hier die Eingespieltheit eventuell hochbringen und dann haben wir den auch als Linksverteidiger. Die Frage ist nur, der hat links einen schwachen, sichere Pässe, Temperament, trainingsfleißig. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Option wert. Der ist momentan verstimmt in seiner Mannschaft. Das heißt, die Wechselwahrscheinlichkeit ist auch hoch. Als Führungsspieler ist er jetzt nicht gerade. Wäre aber auch kein Problem. Und wir könnten ihn rein theoretisch dazu nehmen. Also als, wie soll ich das am besten sagen? Also wir könnten ihn mit reinnehmen in unseren Kader, damit der andere Ruhe gibt, damit er endlich mit seinem Bruder zusammenspielen kann. Und gerade auf der Außenverteidigerposition sind wir ja gar nicht so stark besetzt. Also ich meine hier der Chaka, der wechselt nächste Saison wieder zurück zu seinem Club, wo er herkommt.
Und ein, sage ich mal, gleich talentierter Spieler, der vielleicht noch die gleiche Spielstärke hätte und auch links und rechts spielen könnte, der wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei der Chaka, der ist links und rechts stark, ne? Das ist nämlich eigentlich ein links, hält die Linie rechts, okay, aber er ist eigentlich vom Fuß her ist er links und rechts gleich stark und deshalb ist er auch gut auf der Linksverteidigerposition eigentlich. Gut, man muss mal gucken. Also wenn wir den anderen holen, dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit Bauer? Der hat noch einen langen Vertrag, hat einen einigermaßen gescheiten Marktwert. Die Stärke passt eigentlich. Momentan ist er halt nicht glücklich bei uns. Wenn wir den jetzt, sagen wir mal, anbieten würden. Ist die Frage, ob wir für den wirklich 175.000 kriegen würden. Das sind halt immer so die kleinen Problemchen, die man dann hat. Na gut, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. So, der hat sich bei Flanken verbessert, das hört sich ja auch nicht schlecht an, aber der ist einfach, das ist einfach kein Topspieler. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber der ist 24, hat 2,5 Sterne, ist 52, den müssen wir eigentlich loswerden. Gut, der ist jetzt auch noch demotiviert und alles, wenn ich mir das hier angucke. Also gucken wir nochmal genau rein. Ja, Erfahrung -2, Selbstvertrauen -3. Form ist er nicht besonders gut in Form. Zufrieden ist er scheinbar, naja, gerade so. Das heißt also, rein theoretisch könnten wir den auf 57 hochbringen. Mit Zufriedenheit, mit grad so, also mit viel Glück könnten wir den auf 60 bringen. Puh, 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 puh. Was machen wir mit dem? Würde sagen, wir bieten ihn mal an. Verkauf 60.000 Spieleragenten beauftragen. Mal gucken, ob da jemand für den findet. Das sind Spieler, die nehmen wir normalerweise sowieso nicht mit rein. Ich meine, wo soll ich den aufstellen? Ich habe hier eins, ich habe hier zwei. Zwei Leute, die ich im rechten Mittelfeld einsetzen kann. Davon einen, der auch im linken Mittelfeld spielen kann. Der können im Zweifel auch noch links Mittelfeld spielen. Also ich habe fürs Mittelfeld, ich habe echt genug Leute fürs Mittelfeld. Ich meine, wo soll ich den dann noch groß hochtrainieren? Und seine Talentsterne, die geben ihm sozusagen noch einen Rest. Und dann ist er mit 24 natürlich auch nicht mehr der Jüngste, sag ich mal. Und wir müssen Geld sparen. Und wenn der 50.000 Jahresgehalt weg sind, dann haben wir wieder ein bisschen mehr hier im Finanzbudget, hier wieder Luft. Dann wären es nur noch 900.000, die wir einsparen müssten. Also von daher. Aber hier hinten die Summe wird ja auch immer höher und höher. Keine Ahnung, wo die herkommt, aber sie wird höher. So, da hat es auch wieder gut funktioniert. Da haben wir scheinbar in der Stadioninfrastruktur ein bisschen Geld verdient. Nämlich 5.500. Ja, komischerweise Einnahmen wieder glatt 20.000. Immer wenn hier glatte Beträge stehen oder hier, da habe ich so das Gefühl, wir waren da echt am Maximum dran. Ja, also da könnte man wirklich mal gucken, ob wir dann hier beim nächsten Spiel, was waren das? Das waren 8.000 Zuschauer, das war wenig besucht, vermute ich mal. Jawohl, ja. Puh. So, und bei sehr wenig besucht machen wir mal 2 und 2.000. Ich hoffe, dass das ausgeht, sich, damit wir da Geld verdienen, damit das hier nicht völlig für einen Eimer ist. Aber wir haben hier sogar schon mehr Kohle verdient. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hier 3, 5 und 15.598. Ja, Entschuldigung. Was bringt denn jetzt eine Imbissbude?
10.000, wie es hier abzuschätzen wäre, oder mehr, wie hier? Irgendwie blöd. Machen wir wieder nur eine Imbissbude. So, habt ihr davon. Und bei wenig Besuch nehmen wir auch wieder eine raus. So. Infrastruktur allgemein, wie sieht's aus? Immer noch gleich. Dann machen wir mal hier einen Trainingsplan, damit wir mal ein Stück kriegen. Und dann trete ich mir mal selbst gegens Knie, weil ich habe mal wieder meine Stoppuhr vergessen und habe auch nicht auf die Uhr geguckt, weil ich mich auf meine Stoppuhr verlasse, wie lange ein Part dauert. Ach ja, ist einfach schön. So, hier ist die Punktzahl enorm gefallen. Warum denn das? Ah, da fühlen sich schon wieder einige Spieler vernachlässigt von mir. Durchgehend motiviert. Also eigentlich passt soweit alles. Hier ist noch was. Die Gehaltsstruktur im Kader passt nicht. Ja, wer ist denn hier mit unfaire Gehälter? Gülen und der. Also müssen wir den auch noch rausschmeißen oder was? Jetzt haben wir hier unten Gehaltsstruktur, Problem, ja. Gut. In dem Team gibt es keine verwandten Spieler, richtig befreundete Spieler gibt es auch nicht. Das war schon massiv gefallen hier, bald 50 Punkte. Also da muss ich mir auf jeden Fall noch was einfallen lassen hier. Ich sag dem das jetzt, du hast bei mir einfach keine Zukunft. Das reicht einfach nicht. Ist total geschockt, lässt sich aber nicht anmerken. Beide Seiten wissen, dass man sich trennen muss. Okay? Was sagen wir dem? Ich sag, ich will höhere Ziele bei ihm sehen. So. Dann haben wir hier in Gülen, was sagen wir dem denn? Also Gott, um Himmels Willen, ey. Ich kann jetzt auch nicht alle verleihen, nur weil ich mit denen sprechen soll. Was soll ich denen denn sagen? Du hast gut trainiert oder gib im Training alles? Warum springt das jetzt weg hier? Gib im Training alles. Ja, er weiß nicht, ob er Luft nach oben hat, aber wir haben mit ihm geredet. Das ist ja immer das Wichtigste. Immer Hauptsache geredet. So, was haben wir hier? Wie sieht denn seine Robustheit aus? Nicht, dass das wieder eine von seinen Stärken ist und ich sage dem, er soll sich da verbessern. Robustheit, also alles, was recht ist, aber es muss sich verbessern. So, extra Schichten macht er. Und der Lang, wie sieht's mit dem aus? Im nächsten Spiel brauche ich in Topform. So, gibt sogar 3 Moralpunkte. So, jetzt haben wir da wieder ein bisschen was ausgebügelt. Da sollten die wieder happy sein, dass wir mit denen gesprochen haben. Ja, alle Spiele ihres Teams mit ein. Finden sie wieder gut. Klar, mit denen hier haben wir am meisten gesprochen. Sind ja auch mit unsere Leistungsträger hier oben. Ben Khalifa und Co. Und auch Gashi und so weiter. Mit denen müsste ich auch nochmal sprechen. Aber was soll ich denn machen? Ich habe so viel Gespräche nicht. Und klar, ich kann mir wieder Gesprächspunkte kaufen da oben drüber. Mal gucken, wann kann ich die eigentlich kaufen? Ja, mit 60 Punkten kann ich hier die Dings kaufen. Naja, wie auch immer. So, Trainingsplan haben wir, das haben wir. Bei den Fanartikeln gucken wir nochmal kurz rein. Merchandising, die Kurve entwickelt sich eigentlich ganz gut. Das nächste Spiel dürfte wieder, wenn ich mich nicht täusche, ein Heimspiel sein. Ne, ist ein Auswärtsspiel, seht ihr, so kann man sich täuschen. Ich habe gedacht, es wäre ein Heimspiel.
Nächsten Termine, was haben wir da? Verträge laufen aus, na, das ist auch super. Da sollten wir vielleicht auch langsam mal reingucken. Es geht ja in die Saison Halbzeit. Der da ist nur geliehen, den können wir nicht behalten. Krichting ist eigentlich eine Bank, aber eigentlich können wir ihn auch nicht behalten. Er ist einfach zu alt. Also ich meine, mit dem kann ich maximal noch ein Jahr verlängern. Und selbst dann müsste ich mich zu Saisonende von einem trennen, damit ich noch ein bisschen Kohle mitnehme, also Marktwert und so weiter. Ich will nicht, dass der bei mir in seine Karriere beendet mit dem Gehalt und dem Marktwert. Ich kann beides gut gebrauchen eigentlich. Guten Tiny können wir nicht verkaufen, den brauchen wir vielleicht noch, wenn der da oben sowieso weg ist. Das ist halt das Doofe da dran. Wie lange haben wir denn den geliehen, bitteschön? Oh, den haben wir 2 Jahre geliehen. Das ist natürlich sehr schön. Dann haben wir viel Zeit, um mit dem zu arbeiten, können den schön hochentwickeln. Passt. Und das Gehalt bleibt wohl auch gleich, weil der gehört ja nicht uns. Also vermutlich bezahlen wir nicht das ganze Gehalt. So, den hier, den können wir aufbauen. Das ist gut, den behalten wir auch, den Gülen. Boah, Mann, ist das schwer. Ja, was mache ich mit dem? Also eigentlich muss ich mit dem verlängern oder ich muss ihn verkaufen. Okay, ich kann eine Option ziehen. Das hört sich gut an, wenn ich eine Option ziehen kann, weil wenn ich eine Option ziehen kann, aber da verlängert sich alles zu gleichen Konditionen. Und was ich will, ist das Gehalt drücken. Wenn ich mir allerdings einen neuen Vertrag anbiete, will er wahrscheinlich einen Zweijahresvertrag. Wir versuchen mal einen neuen Vertrag zu machen. So, wie sieht's denn aus? Hier. Er kann kaum glauben, dass sie den Vertrag tatsächlich verlängern wollen. Ja. Für einen Spieler mit seiner Qualität gibt es natürlich Optionen, so aktuell im Verein sehr wohl fühlt. Mindestens 2 Jahre, war mir klar. Ich möchte die Option auf Vertragsverlängerung um ein Jahr. Was hat denn der geraucht hier? Also mal ganz im Ernst, wir müssen gucken, dass wir dem sein Gehalt drücken. Ja, der will sogar noch mehr Geld. So, 450.000. So, dann wollen wir das hier bearbeiten. Feste Ablöse, wenn er gehen will, 700.000. Ich finde, das ist relativ fair. Ich glaube, das ist, nee, was ist Marktwert? Ich sag mal, wenn er gehen will, 500.000. So. Das ist eine feste Ablöse, die wir machen. So, Option für einen Spieler ein Jahr. Machen wir weg. Posten am Karriereende, ja. Wir brauchen eh noch einen Scout oder so, irgendwas, vielleicht ist er dafür tauglich. So, jährliche Erhöhung machen wir weg. Gehaltskürzung bei Abstieg machen wir auch weg. Wir steigen nämlich nicht ab. Auflaufprämie. So, ein Auflaufprämie hauen wir jetzt rein. Da kriegt er jetzt mehr. Außerdem kriegt er einen zu Null Bonus, der sich auch rechnet. So, und damit müsste er doch eigentlich einverstanden sein. Also hoffe ich zumindest. Ich bin noch so am Gucken. Ich meine, wir dürfen es auch nicht so ganz überfordern. Ich meine, wir müssen ja schon irgendwie gucken, dass wir so das Gehalt so ein bisschen drücken. Ne? Anteil am nächsten Verkauf 10% ab. 500.000, nee, machen wir nicht, ab 400.000. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht will er deshalb weg. Vielleicht kommen deshalb Angebote, vielleicht will er deshalb weg. Dann würden wir noch 500.000 für ihn kriegen. Marktwert ist nämlich nur 450.000. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir marktwerttechnisch noch runtergehen.
wirklich nur auf den aktuellen Marktwert. So. Das Grundgehalt scheint ihm etwas niedrig. Gut, wir können ja nachverhandeln. Er wird es ja nicht gleich komplett ablehnen, denke ich mal. Er kriegt immerhin einen Zwei-Jahres-Vertrag. Und wir würden 175.000 Euro aufs Jahr gerechnet sparen. Wär eine Überlegung wert. Hört sich eigentlich so ganz gut an. So, der geht ja weg. Mit dem bin ich am Überlegen, ob wir mit dem dann nochmal. Haben wir die, bei dem im Vertrag haben wir da eine Option drin? Wird langsam an das Team herangeführt. Ey, sag mal, wie langsam will denn der ans Team herangeführt werden? Der ist kurz vor Fußballerrente. Also falls wir noch irgendeinen Innenverteidiger finden, womit wir den Krichtinger ersetzen können und dann versuchen wir den auch noch zu verticken. Zumindest zu Saisonende müssen wir mal gucken, dass wir den loswerden. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil ich ihm einen richtig guten Vertrag angeboten habe. Aber wir müssen gucken, dass wir den noch zu Geld machen, weil wir brauchen Kohle ohne Ende. Sagt zumindest unser Budget, die Finanzlage sieht grausig aus. Also wenn wir dann noch Geld kriegen würden, das wir verschieben können, hier mit Budgetänderungen später, will ich das ja alles noch ausgleichen und will versuchen, dass ich die Gehälter noch in den Griff kriege. Also ich versuche natürlich, das komplette Reservebudget noch hier reinzubuttern. Dann haben wir immer noch 310.000 über. Deshalb, ich versuche jetzt Kosten zu sparen, indem ich jetzt Verträge zum Beispiel wie von ihm hier verlängere und damit Geld einspare. Das sind 175.000, die sich aufs halbe Jahr gerechnet, sage ich mal, das sind 75, sind 80. Boah, Kopfrechnen wieder abends, spät abends. Moment. Jetzt nicht übertreiben. So, 175.000 sind es, 150 sind die Hälfte 75, von 25 ist die Hälfte 12,5, also sind es 165.500? Nee. 75, 80. Oh, Leute, was mache ich hier? 75, 80. Jetzt stehe ich unter Leistungsdruck und jetzt kommt nichts. Das ist wie bei Wer wird Millionär? Man kennt eigentlich die Antworten, da fällt es einem nicht ein, weil die Kameras auf einem gerichtet sind. Ne? Ist super, ne? So, also ich probiere es jetzt gerade nochmal. 75, 80, 87.500, genau. So, 87.500 Euro würden wir einsparen in dem nächsten Halbjahr. Und das ging natürlich wieder ab vom Gehaltsbudget. Und das ist einfach das Schöne daran, dass wir so das Gehaltsbudget langsam in den Griff kriegen. Dazu müssten wir natürlich jetzt gucken, wer bei uns noch richtig hohe Summen verdient und vielleicht nicht mal auf dem Blatt steht, wie zum Beispiel hier der Amir Abraji, der verdient auch recht gut und steht nicht mal auf dem Platz. Normalerweise müssten wir den verleihen oder verkaufen. Ja. Weil das sind die Jungs, die unser Budget sprengen. Die verdienen zu viel für die Liga, in der wir spielen, mit dem Budget, was wir haben. Ist einfach so. Auch der hier, der Krichting. Der Krichting hat sich allerdings verdient, bei uns 500.000 zu verdienen und Topverdiener zu sein. Allein aus dem Grund, ich meine, guckt mal, was der für eine Stärke hat, was der für eine Erfahrung hat. Der bringt der Mannschaft was, ja? Und der hat auch die Verantwortung. So, Spieler automatisch versichern, was würde denn der Spaß kosten? Monatlicher Beitrag von 69.000, nee, besten Dank, nein. So viel verdient ja manchen Spieler bei uns gar nicht. Im Jahr, wohlgemerkt. Was die monatlich wollen. Deshalb habe ich auch keine Versicherung, weil es keinen Sinn macht. So, ausgeliehene Spieler, die kommen auch alle zurück. Hier fällt mir gerade ein. Da kommt der hier zurück, der Linksverteidiger. Der kommt zurück. Dann kommt der hier zurück. Dann kommt der hier zurück. Ach du Scheiße. Die sind bei Vereinen, die überhaupt nicht spielen, wie es aussieht.
Ja gut, der hat noch eine Kaufoption. Vielleicht wird er gekauft für 280.000. Naja gut, wie auch immer. Ich mache mal weiter hier ein Häuschen. Einen Tag weiter, zack, zack, damit wir hier die Woche noch zu Ende kriegen. Ja, der soll gehalten werden. Ich hoffe, es freut ihn. Ich hoffe, er unterschreibt den Vertrag. Tja, er unterschreibt nicht. Ist ihm zu wenig. Er möchte eine Option für ein Jahr. Wenn er die Option will, dann muss er uns mehr Geld geben. Tja, weist das Angebot zurück. Okay, das bedeutet für uns was? Wenn er das Angebot zurückweist, wir müssen ihn verkaufen. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Dem sein Vertrag läuft aus. Dem können wir mal ein Angebot unterbreiten. Und zwar, ja, für Saisonende. Wollte ich eigentlich, aber das wollen sie irgendwie nicht zulassen. Der Verein will den Spieler abgeben, hört sich natürlich gut an. Dann kriegen wir den für relativ wenig Geld, aber ich will den zum Saisonwechsel kaufen. Nicht im zweiten Fenster. Ich habe gedacht, das wäre mittlerweile besser, dass man da auswählen kann, wir wollen den zum Saisonende. Direkt hier vorne. Scheinbar doch nicht. Verhandlung abbrechen. Ja, tut mir leid für dich. Muss man draufhalten. So, Bayern hat hier die Spitze der Champions League-Gruppe erreicht. Noch irgendwo, Schalke ist immer noch Dritter, Dortmund ist Zweiter. Borussia Mönchengladbach Dritter in seiner Gruppe, Manchester City führt in seiner Gruppe. Na, schön wär's, ne? Wär ein bisschen realitätsfern, das Ganze. Chelsea ist Erster in der Gruppe. Den hat's ja geschmissen, ne, den Trainer. Den haben sie direkt gefeuert nach dem Spiel irgendwie. Was beschleunigt die Vertragsverlängerung? Spieler 2 Jahre an Verein gebunden, beim Vertrag für eine empfindliche Gehaltskürzung verbunden, da ich jedoch keine andere wird man sich wohl dennoch einigen. Notenschnitt. Tja, war nicht beeindruckend, ein Notenschnitt. Was soll ich jetzt sagen? Und er will nicht verlängern. Kein Verein an dem interessiert, es wird immer besser. Tja, wo sollen das hinführen? So, da gucken wir mal, wo hier unsere Kameraden sind. Hannover ist auf Platz 2, Luzern ist Tabellenletzter, fliegt wohl raus. VfB Stuttgart ist Tabellenzweiter. Bayer Leverkusen ist auch Tabellenzweiter. Basel ist auch Tabellenzweiter, das heißt, die kämen weiter, die Jungs. Das wäre gut für uns, wenn die weiter kämen, denn das gibt Punkte für unsere Länderwertung. 5-Jahres-Wertung und so. Ja. Datenbank aktualisiert, 19 Spieler in der Datenbank gefunden. Die haben wir irgendwie auch, keine Ahnung, gescoutet oder auch nicht, Klammer zu. Ich würde sagen, wir sortieren mal hier nach Talent. Packen wir den mal. Ach nee, den haben wir ja schon. Machen hier mal Transfervorbereitung und sagen dem, er soll nichts unterschreiben, ohne mit uns zu sprechen. Oh, Mädchengewandtheit. Reden Sie mit der Presse, um einen Transfer vorzubereiten. 6 Managerpunkte. Super. Da hatten wir ein Beratergespräch, ja. Was war denn mit dem? Da hatten wir eine Anfrage gestartet. Ach, das war ein Jugendspieler, oder?
Naja, gut. Wie auch immer. So, News Center. Noch einmal auf die Taste drücken. Dann ist Spieltag. So, und das sieht gar nicht gut aus, denn die sind richtig top dabei hier. Denn ihre Saison läuft besser wie erwartet. Sie haben eine Topform. Ich hoffe, wir können die schlagen. Wir sind ein bisschen stärker hier von der Mannschaftsstärke her, aber das wird abenteuerlich. Und jetzt hat sich auch noch unser Torhüter verletzt und fällt aus bis zum 15.11. Ist doch super. Ja, wenn's läuft, dann läuft's, ne? Sauber. Tja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll hier. Eigentlich müssen wir den. Also eigentlich haben wir von allen zu viel, die auf der Bank sitzen. Ist einfach nur bescheuert. Na, ist ja egal. So, das Spiel jedenfalls, Muskelfaser ist schon wieder 2 Wochen. Das Spiel jedenfalls, das seht ihr das nächste Mal, wenn es heißt, Nick Frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.